Hallo und herzlich willkommen bei Raus aus den Schulden, rein in den Knast. Nein, das ist eine andere Folge, das ist eine andere Sendung. Herzlich willkommen bei Prison Architect, der Folge mit Peter Zwegert. Wir haben kaum Kohle, aber wir müssen trotzdem irgendwie jetzt hier unsere Sperrgefangenen beschäftigen. Wir haben auch hier schon unser fleißiger Hausmeister, Herr Krause, arbeitet schon, dass er endlich das Chaos hier in der Wäscherei von unserem Gefangenenaufstand gestern irgendwie bearbeiten kann. Und hier unser neuer Freund hier, Parker Joker Wooters. Ja, für den brauchen wir jetzt natürlich auch ein bisschen was, wo wir ihn hinschicken können. Er ist jetzt leider rot und bekommt deswegen eine Sonderbehandlung von uns. Wenn er schon jemanden umbringt, dann soll er das Ganze. Ich bin gerade mit dem Rick hier. Darfst du auch mal sagen, hallo? Ja, hallo. Also, ich habe gedacht, ich lasse dir erstmal deinen Monolog fertig führen. Ja, wir brauchen jetzt einen kleinen Aufenthaltsraum für ihn oder wir brauchen einen eigenen Zellenblock, wo wir die Schwergefangenen bearbeiten. Und ich bin am Überlegen, wo wir das insgesamt hinbauen können. Es sollte, wenn möglich, irgendwo in der Mitte sein. Allerdings möchte ich nicht ganz so viele Gefangene dran vorbeischleusen. Wenn ich hier mal diesen Block... Sagen, also, ja? Haben wir gerade eben schon in der Pause gesagt. Ich würde ehrlich gesagt noch nicht diesen Hochsicherheitsgefangenen-Trakt bauen. Ich würde erstmal gucken, dass wir diesen langen Zellenblock da unten auf die gegenüberliegende Seite kopieren. Und dass wir dann gucken, dass wir noch mehr Arbeitsstellen schaffen. Noch mehr Leute reinkriegen und damit mehr Geld verdienen. Und wir bekommen ja für die Sachen, die wir arbeiten, ja auch Geld. Das heißt, aber dafür müssen wir noch mehr Zellen haben. Ja. Das heißt, ich okay, dann gucken, dass wir so einen ganzen Zellenblock einmal mal kopieren. Okay, dann schaue ich aber erstmal, dass wir sagen, okay, eine von den Zellen, und zwar die mittlere. Warum bekommt die noch was? Ah, mischt, okay. Wie mache ich das wieder weg? Ah, schade. Ja, nee, sonst hätte ich halt eben die roten jetzt hier unten reingenommen in die Zelle. Aber ich kann das wohl fürs gesamte Gebäude nur reinmachen. Okay. Wir haben ja nur einen einzigen roten. Ja. Wir stecken auch einfach so lange in eine ISO. Aber der läuft jetzt hier halt komplett in dem einen Raum rum. Kannst du ihm nicht einfach eine Isolationszelle mit dem Bett geben? Wir haben nach oben noch eine größere gehabt. Stimmt eigentlich. Wir können ihn eigentlich mal hier einbuchten. So. Ich hoffe, die Zelle ist noch nicht irgendwie vergeben. Aber es müsste doch eigentlich gehen, dass ich ihn hier irgendwie zuweise. So, ah, ja, er wird gerade abgeholt und kommt jetzt da unten in seine persönliche Zelle. War das nicht die, wo vorher auch gerade der Ausbruch stattgefunden hat? Okay, aber ansonsten schauen wir mal, wie sieht's oben in unserer Wäscherei aus? Ja, da läuft natürlich überhaupt nichts. Nasser Boden. Aber ich bin mal dran arbeitet. Ja, er bügelt zumindest mal hier. So. Ja, und wir unterdrücken ihn halt eben hier ein bisschen mental. Er muss jetzt den ganzen Tag... Wie teuer ist denn jetzt so eine Zelle? Rechne noch mal eben nach, oder wir gucken mal eben. Ja, wir haben 200 für ein Bett. Klon doch einfach mal so eine. Da kannst du ganze Zellen, Räume und die Inneneinrichtung klonen. Ja, ich kann komplett mit Mauer kann ich es klonen, aber ohne Versorgungsrohre. Ja, dann klon doch einfach mal. Also, wir haben 200 fürs Bett, dann nochmal 100 für die Toilette. Beziehungsweise können wir die überhaupt drehen? Die Toilette können wir drehen. Nee, ich meine, wenn wir jetzt so eine Zelle einfach kopieren würden, könnten wir die auch so drehen, dass die Eingangstür nach innen rein zeigt. Ja, klar, klar. Nicht übers Klonen, sondern wir müssen sie nochmal nachbauen. Okay, dann machen wir das auch. Ja, die Gefängnistür kostet auch nochmal 200, damit sind wir schon weit über unser Bankguthaben drüber. Ein paar Stunden müssen wir noch. Ja, wir noch. Dann setze ich hier mal auf fünffache Geschwindigkeit. Sieht eigentlich bisher ganz gut aus. Ernsthafte Beschwerden gibt's irgendwie. Unser guter Wooters ist unterwegs zum Essen. Ach nee, erst duschen. Dann schicken wir doch einfach hier alle ein bisschen YouTube-Videos. Ah, bei dem sieht man den Hintern. Ah, vorne auch. Ah. Nee, was hätten Sie dafür? Wir machen hier ein ganz großes Haus, packen ganz viele Rechner rein, dass die alle YouTube-Videos aufnehmen und...
Ach so, so, wir machen so, wie heißt chinesisches, Zwangsaufnehmen. Zwangsaufnehmen, genau. Okay, die 2 Stunden Duschen sind vielleicht ein bisschen hart, oder? Ja. Er muss die auch durchhalten. Nee, er hat nur 1 Stunde. Und doch, ja, dann, er hat 2 Stunden. Er hat knapp 2 Stunden. Ja, er hat 2 Stunden zum Duschen. Lass ihn lieber 2 Stunden essen. Der darf noch 2 Mal am Tag. Ja, komm, dann schicken wir ihn nach zum Essen. Er darf länger essen als die anderen, möchte ich hier betonen. Er hat gar keinen Hofgang. Ja, das ist eine Absicht. Was bringt er auch jemand um? Was wäre, wenn du den zur Arbeit... Nee, nein, zur Arbeit laufen die auch draußen rum, oder? Ja. Ja. Du kannst ja wirklich so nachts um 1 Uhr so rauslassen. Aber er darf länger schlafen als alle anderen, also... Ja, eben, er scheint echt zufrieden zu sein. Trotzdem. Oh, und kommt er, hauen alle anderen ab? Oh mein, er kratzt sich gerade mit der Gabel am Kopf. Die Animation ist so klasse. Und hier kommt wieder unsere beliebte Putzarmee. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an diesen Percy Jackson-Film. Kennst du den, wenn die ganzen Putzer dann hier zu... Ja. Was war denn das gewesen? Ich komme ja gar nicht drauf, wie süß das gewesen war. Wenn wir sich gerade verwandeln. So, was gibt's hier? Jetzt geht das schon wieder spannend. Der eine will auf Toilette. Oh, und sie beschweren sich auch schon wieder, so wie man die Geräusche hört. Was ist eigentlich das da oben für ein blinkendes Zeichen mit den Ausrufezeichen? Kannst du das anklicken? Das hier? Ja, ja. Das bedeutet, die Gefahrenstufe steigt. Ja. Also es wird jetzt gerade gefährlicher. Razzia. Für alle. Dann würde ich mal wieder eine Razzia machen. Ja, heute Nacht machen wir wieder eine Razzia. Oder einmal alles abriegeln und dann eine Razzia machen. Vielleicht geht es dann sogar schneller. Ja, abriegeln mögen sie gar nicht so gern. Wenn du sie zu lang eingesperrt lässt, dann werden sie mega sauer. Stört uns ja nicht, wenn da nichts mehr passiert. So, da oben die sind wir. Wir wollen alle in die Putzkammer rein. Mhm. Ich will auch mal putzen. Ich will auch ja, unsere Putzkolonne ist eigentlich echt gut. Aber ich frage mich, warum es mit unserem Lernprogramm nicht richtig klappt. Können wir die eigentlich nicht irgendwie verleihen, oder so, so effektiv wie die sind? 5 sind interessiert, 0 alle Programme neu. Mach doch mal dieses Grundausbildungsprogramm, dieses Grundbildungsprogramm, mach das mal eben auf Start. Dieses hier? Genau, weil ich glaube nicht, die anderen Sachen brauchen halt keine Schule. Ich glaube nicht, das ist nur für die Schule gedacht. Doch, die brauchen schon. Wir brauchen die Sicherheitsunterweisung, damit wir sie hier reinschicken können. Allerdings ist das... Benötigt ein Zimmermannstisch. Guck mal hier, von einem Vorarbeiter in der Werkstatt geleitet, so. Sitzung klingelt 2 Stunden. Habe ich einen Vorarbeiter? Ich habe doch einen Vorarbeiter, dachte ich. Ja, ja, aber die brauchen ja gar nicht den Klassenraum. Moment, ich schau gerade hier. Nee, du hast keine. Einen Vorarbeiter habe ich. Ja. Vielleicht musst du das erst freischalten, steht ja da dran. Der Vorarbeiter erlaubt dir, Hausmeister, Gärtner und andere Sachen freizuschalten. Ja, das ist es ja nicht. Nee, ich glaube, die gehen eigentlich in die Schreinerei rein. Ich glaube, die brauchen das Wissenzimmer gar nicht. Aber es wird gerade wieder echt eklig hier. Wir haben 25 und 13 sind mental unterdrückt. So, es ist Freizeit, dann geht schlafen, wenn es euch nicht passt. Ja. Sonst fang doch mal an, um eine neue Zelle aufzubauen. Wir haben jetzt 600. Ja, 600 langt uns nicht für eine neue Zelle. Ja, wir können mal anfangen. Okay, dann erweitern wir mal das Grundstück. Beton. Hier kommt eine Mauer. Ja, ich würde sogar sagen, nur ein Zweiergang und reißt dann immer die Mauer raus. Ja, nee, den Mittelgang 2 hier, den brauche ich ja. Den lassen wir. Und da dann kommt die hier die erste Mauer, dann 1, 2, 3 und dann die zweite Mauer. Das heißt, ich muss bis hierhin bauen. Also, erster Teil der Zelle, zweiter Teil der dritte und hier kommt's. Und jetzt schauen wir mal, wie lange uns die Kohle reicht. Sie langt uns genau bis hier. Okay, die Bauarbeiter fangen wieder an. Und wieder mal sind wir pleite. Kostet eigentlich das Wegreißen von diesem Spiel auch oder kriegst du dafür wieder Geld zurück? Das kostet auch. Okay. Also du siehst ja, wie draußen der Müll dann rumliegt.
Und das wären jetzt dann 1, 2, 3, 4, 5 neue Zellen, die wir hier mit aufbauen könnten. Ja, okay. Ich überlege, ob ich sie weniger lang arbeiten lassen soll und dafür mehr. Dann verdienen wir ja noch weniger. Ja, das ist halt die Frage. Unsere Baumschule dafür funktioniert schon mal da oben. Das hält wieder mal noch ihren Tagesplan. Wie? Ist das ein Tagesplan? Tagesplan? Ja. So. Was wäre denn, wenn wir den eine Freizeit weiter streichen? Die 7 PM. Warum? Freizeit ist für die eigentlich gut, weil da können sie machen, was sie wollen. Sie können in den Hof gehen, sie können... Richtig. Aber was wäre jetzt, wenn wir den die Freizeit streichen durch Arbeit ersetzen? Und dafür setzen wir die 4 AM Dusche auf die 5 AM Freizeit. Und ersetzen dafür die 4 AM durch Schlafen. Haben sie eine Stunde mehr Schlafen. Es ist ja im Moment gerade weniger das Schlafen. Also das Schlafen geht ja. Es waren ja nur die, wo halt eben kein eigenes Bett haben. So, herzlich willkommen in der Dusche, Razzia! Wofür wir eindeutig viel zu wenig Polizisten haben. Ja, erstens, das sind zwei Ziele, würde ich sagen, Riegel sie ab, dann geht's echt schneller, wenn wir jedem hinterherlaufen müssen. Na, wenn wir die jetzt in der Dusche absperren, dann wird's eklig. Dann wird's lustig. Ja, wir schauen jetzt mal, wie es geht. Und zur Not, vielleicht können wir uns ja morgen dann endlich hier mal ein bisschen... Ich frage mich, warum diese blöden Schulungen nicht richtig anlaufen. Ich sag's dir, weil... Oh, eine Heckenschere gefunden. Ja, klasse. Und noch ein Tunnel. Ich wette mit dir, dass sie dafür nicht das Klassenzimmer brauchen. Um wie viel? Nee, guck es dir an, da steht dran, sie brauchen einen Tischler-Tisch. Das ist kein Klassenzimmertisch. Ja, der Tischler-Tisch ist hier. Eben, es steht nichts drin für ein Klassenzimmer in dieser Ausbildung. Doch, die Ausbildungen finden immer hier statt. Guck da mal drauf. Da steht nichts für ein Klassenraum. Das ist eine rein praktische Ausbildung öffentlich. Lehrer als Tischler, null interessiert erstens. So. Sind ja auch keiner interessiert von. Und selbst dafür. Anspruchsvoll, da steht ja, aber die Gefangenen müssen, ja, die findet nachher hier statt. Aber sie brauchen die Sicherheitsunterweisung. Und für die sind zwar 12 interessiert. Da steht aber auch kein Klassenzimmer dran. Doch. In einer Werkstatt. In einer Werkstatt wird er geleitet. Steht da extra drin. Ein Vorarbeiter in einer Werkstatt. Wo? Steht unter dem ersten Siegelstrich. Ja, okay. Und wenn du jetzt mal auf das Grundausbildungsprogramm drauf zeigst, zeig dir mal drauf. Ja. Dafür brauchen sie einen Klassenraum. Okay, sollen wir dann dieses hier noch mit reinnehmen, oder? Aber das kostet uns halt 300 Euro pro Sitzung. Wir haben doch schon einen Psychologen, oder? Den haben wir doch in einer der letzten Folgen noch eingestellt. Lehrer, was brauchen sie denn für Sicherheitsunterweisung? Sitzungslänge 2, jeder freiwillig praktische Tätigkeit einfach. Hast du eigentlich einen Vorarbeiter in einer Werkstatt oder hast du nur einen Vorarbeiter? Lass mich mal gucken. Der Vorarbeiter ist, glaube ich, hier. Was heißt eigentlich dieses Follow da unten? Das wird irgendwie effizient. Aber ich kann auch nicht mehr als einen Vorarbeiter einstellen, also. Dann gehen wir mal auf dieses Freischaltungsding, also auf dieses Entwicklung. Moment, ich guck mal hier nochmal. Arbeitsplätze. Okay, wir haben hier 7 Jobs, wir haben hier. Ich habe eher gerade Angst wirklich hier um die Wäscherei. Wenn wir hier keine frischen Klamotten mehr haben. Dann wird es irgendwann die echt 400, eklig. Dann reparier die doch mal, oder sind die jetzt anders repariert? Die brauchen 800. Ich guck gerade mal, 800, 800, 800, 800. Der hat die echt übel zusammengerissen. Aber schauen wir mal eben in die Forschung rein. Das sieht mich jetzt echt an, das ist funktioniert. Ja. So. Können wir jetzt hier überhaupt schon... Ja, für 10.000 kriegt man eine Steuererleichterung.
Damit sparst du 1500 Euro Steuern für alle 10.000 Profit. Ich überlege, ob wir überhaupt wirklich jemanden haben, der diese Leute ausbilden darf. Ja, klar. Ja, wir haben. Aber wir haben da unten schon einen Psychologen. Aber noch keinen eingestellt. Nee, dafür müsste ich dem sein Büro machen. Weil dann kannst du nämlich dieses Drogending starten, was 7 Leute, glaube ich, haben wollten. Mhm. Oh, da haben sie wieder was gefunden. Da gibt's Gift. Naja, ist jetzt positiv. Dafür gibt's jetzt hier Platz im Schlafzellen. Je mehr wir hier verhaften, desto mehr Platz habt ihr zum Schlafen. Ist doch auch was Positives. Da guck mal, irgendwas ist immer auf ein Klemmbrett drauf. Ich glaube, es wollten 7 Leute eine Drogentherapie machen. Ja, aber die mache ich als allerletztes, weil 200 Euro pro Tag geht's runter. Wir verdienen gerade auch nur noch 2500. Ja. Was verdienen wir mit irgendwas von den Sachen immer was? Kücheneinweisung, guck mal. Ja, die Kücheneinweisung ist ganz besonders unpraktisch. Warum? Den Koch haben wir doch. Ja, aber weißt du, was in der Küche überall für Sachen rumliegen? Messer. Also müssen wir den die ganze Zeit bei jeder rein raus eine Patrouille einstellen. Das kann man auch bestimmt irgendwie einstellen, das ist eine Dauerpatrouille. Ja, klar. Stellen wir den doch einfach direkt vor die Küche. Ja, dafür brauchen wir einen Hund beziehungsweise oder eine Schleuse. Einen Wachmann wollte ich. Der Wachmann kann nicht jeden durchsuchen. Weil damit steckt auch das hier wieder an, weil wenn sie unnötig durchsucht werden, gibt es jedes Mal hier 5 Gefangene wurden vor kurzem unnötig durchsucht, gibt ein Minus. Das ist blöd. Ne, wir müssen einen Hund hinstellen, der riecht ziemlich viel. Eine Schleuse können wir aber nicht machen, oder? Doch, eine Elektroschleuse können wir machen mit einem Metalldetektor. 1000. Aber wenn wir die vor die Küche stellen, wie viel kriegen wir denn eigentlich für die Küche? Ja, ich würde die Metallschleuse würde ich sehr, sehr gern eine hier dazwischen reinmachen und dann eine vorm Zellenblock. Aus dem Grund. Ja, ich meine, wenn wir jetzt wirklich mal Leute in der Küche arbeiten lassen, so. Das heißt, du brauchst ja nur noch einen Koch. Würde uns schon mal was sparen. Und dann stellen wir direkt zwischen Küche und Rest, also wenn sie aus der Küche rausrollen, stellen wir einen Metalldetektor. Ja, okay, dann nehme ich mal die Kücheneinweisung rein. Mhm. Aber. Wie viele Herde haben wir denn? Ja, aber dann brauchen wir auch mehr. Insgesamt mehr Herd und mehr. Jeder braucht einen Herd. Okay, ich nehme es mal rein. Hier, zack. Leerstelle als Tischler. Achso, Kücheneinweisung: 8 Uhr bis 10 Uhr. Und bei der Stationierung sagen wir dann mal Arbeitsplätze. Können wir noch keine festlegen. So, aber haben wir jetzt mal drin. Und dann schauen wir mal. Dann gehen wir auf dein Personal. Ja. Personal unten auswählen. Kann man den jetzt nicht irgendwie. Sieht man auf deinen Vorarbeitern? Ja. Sieht man drauf? So, kann man den jetzt irgendwie in die Werkstatt reinziehen? Ne. Sagen, ich habe schon die Maximale davon geheiert. Also, okay, mir aber kann man ihm irgendwie vielleicht einen besonderen Aufgabenbereich zuteilen, dass er in der Werkstatt arbeitet? Ich guck mal, ob ich ihn rüberschicken kann in die Werkstatt. Aber der will in seinem Büro bleiben. Daran geht's nicht. Guck mal kurz im Prison Architect Wiki, ob da was dran steht. Du kannst aber übrigens weiterspielen, du brauchst nicht ganz leise sein. Ja. Also wir brauchen auch mehr Wachen hier. Also es ist mir gerade echt zu gefährlich. Wir haben nur 3 Wachen, wovon nur einer gerade arbeitet. Cool, wir können also sogar irgendwann mit Kameras alles überwachen. Ja, das ist vor allem dann interessant, wenn du mit Fog of War arbeitest. So, unsere neuen Zellen sind hier übrigens schon fertig. Beziehungsweise unser neues Haus, aber wir haben keine Kohle. Es gibt so eine
Gib uns Kohle. Arbeiter minus 800 Wachen. Administratoren, Personal, Essen. Reformierungsprogramme nehmen im Moment gerade richtig viel Kohle weg. Aber es geht noch. 7000 kommt rein. Aber irgendwie habe ich kein, kriege ich gerade kein Geld für Herstellung. Ja, wir brauchen so eine blöde Waschmaschine. Das hilft nichts. Wie viel kostet denn eine Waschmaschine normalerweise? Waschmaschine 1000. Oh, hat er die so kaputt gemacht? Ja, sieht alles wirklich gerade nicht gut aus. Guck, der Vorarbeiter ist jetzt übrigens in die Werkstatt gegangen. Mhm. Und wartet da wohl auf seine... Was müssen denn die Leute gerade machen? Also sie haben Freizeit. Was wäre, wenn du denen da mal Arbeitszeit reinschreibst? Ich schau gerade mal, was... Ah, guck, einer geht rüber. Ah, und geht sogar hier rein. Oder will sogar hier reingehen. Dann machen wir hier mal auf. Tag der offenen Tür. Hallo? Achso, die konnten nur nie rein. Ja, aber die Tür offen lassen möchte ich echt auch ungern. Ich mach die Tür mal wieder auf normal. Ah, guck, und sie werden jetzt hier ausgebildet als Tischler. Schön. Also, du nimmst das Holz und dann schiebst du das Holz. Genau, mache die Kreissäge an, schiebe so. Erst Dinge herein, danach schiebe Holz. Ja, und er wünscht sich aber eigentlich nur Privatsphäre. Privatsphäre gibt's nicht, die wird aufgenommen. So. So, Sicherheitsunterweisung. Also, es funktioniert, es geht los. Und unsere kaputten Waschmaschinen machen uns immer noch das Leben sehr, sehr schwer. Wie weit ist... Wir haben immer noch eine. Wie lange dauert es noch mit diesem blöden, dass wir die eine Kohle kriegen? Okay, in 8 Stunden kriegen wir die kurzfristige Investition. Das ist schon mal gut. Da kommen 16.000. Unsere Waffenrazzia bringt irgendwie überhaupt nichts. Das war echt blöd geklickt von mir. Man nimmt Dinge wieder abstellen. Haben wir eigentlich bereits einen Workshop? Workshop ist das hier, die Werkstatt. Wieso? Ja, wo die richtigen Nummernschilder verarbeiten können. Ja, das wird hier gemacht. Also wird da doch gemacht, okay. So, ich glaube, ich lasse den Workshop aber mal trotzdem offen. Was will der hier? Ja, er ist mit seiner Psyche auch, aber er hat... Weil ich sehe hier nämlich gerade, Preis für so ein Nummernschild, das ihr da bekommt, wo jedes produziert wird. Metallplatten ergibt 3 Schilder, kriegen wir $3 und für Nummernschilder kriegen wir $10 pro Schild. Mhm. Das heißt, wenn wir die zu arbeiten kriegen... Arbeitet. Guck mal, da steht dran, arbeiten, dann geht. Yay, es funktioniert. Siehst du das? Ah, stimmt, er da produziert. Steht dran, arbeitet, er holt sich dann Metallplatten. Sehr schön, da holt er sich Holz schon. Holt er die Metallplatten? Oder? Achso, nee, ich dachte, nee, keine, das ist einfach nur drauf und das wird fertig. Keine Ahnung, was er macht. So, legt das Metall nach drüben, wartet. Das ist die Animation zu viel. Ja, jetzt wird hier gehoben. Ist schon die Säge da oben gerade? Ja, arbeitet. Ja, der Einzige, der hier arbeitet, ist Shelly. Ja, ich glaube aber auch, es ist wirklich so, dass halt nur einer bestanden ist. Schon vor irgendwas dran, wie viele Leute den bestanden haben. Ich glaube, von 2 hat ihn einer dann bestanden. Kann das sein? Ja.
Schauen wir. Ah, und hier sind die Nummernschilder. 8 Nummernschilder haben wir schon. Das gibt 80 Dollar. Okay, ja, ist gut. Können wir auch gebrauchen, die Kohle. Ich denke, irgendwann bauen wir dann auch einen größeren Workshop. Erste, ich sehe hier unten gerade die Bugs, die es für die Maschinen gibt. Wie, welche Bugs? Wenn wir jetzt einen Stromausfall haben, interessiert das die Maschinen gar nicht. Die arbeiten immer weiter. Die müssen nur einmal an Strom angeschlossen werden, haben danach für immer Strom. Okay, hier brauchen wir auch mehr Holz. Ah, und jetzt geht er an die Säge. Ja, siehst du da oben die eine, die hat Metallplatten. Da hat er eine große hingelegt und ganz viele kleine kommen raus. Ja. 16 Nummernschilder, okay, das ist schön. Und aus dem Holz, mal gucken, was da gleich drüben rauskommt. Wahrscheinlich Streichhölzer. Nee, wie heißen denn die genau? Das Holz drauf gezeigt. Ein Stapel Holz. Okay, Verkaufspreis von 200. Siehst du? Das lohnt sich das schon mal. Ja. No, und es gibt wieder einen Aufstand, oder? Haben wir das gerade richtig gehört, oder? Ich dachte, ich habe gerade irgendwo ein Geschrei gehört. Oh. Ach nee, es ist frei, einfach nur Freizeit. So, und er findet seine Hygiene. Ja, ich weiß, es gibt noch keinen. Ich möchte eigentlich jetzt mal echt eine Zelle für unseren Hochgefangenen bauen. Dann wollen wir den eventuell so weiterbauen, also weiter runter, oder wollen wir den oben nach den ganzen Arbeitsräumen bauen? Wir eher weiter mitbauen, dass ich es hier dazwischen baue. Sicher? Das der gräbt sich, wenn der mich dann anfängt zu graben, baut er sich ja voll in die Maschinen rein. Ja, das macht mir nichts. Schlimmer ist es, wenn er nach draußen sich gräbt. Ja, deswegen möchte ich die Hochgefährlichen eigentlich nicht so nah am... Oh, da gibt's irgendwie Streit. Ja, einer ist bewusstlos, okay. Was ist denn so? Ja, was wir denn? Scroll mal weiter runter. Also, geht, ja, ich meine, scroll soll ich schon. Geh mal weiter runter. Und jetzt scroll mal weiter weg. Was wir, also, ja, vorne ist dann direkt Ausgang. Ausgang ist doof. Ja. Aber ich würde ihn ehrlich gesagt nicht direkt neben die ganzen schweren Maschinen setzen. Ich glaube, das ist doof. Die schweren Maschinen machen nichts. Also, was soll er sich da holen? Ja, aber dann muss er sich erstmal da reingraben. Ja, vor allem macht jedes Mal, wenn er zum Essen geht, geht er jedes Mal da runter. An allen vorbei. Er geht hier dran vorbei, aber er kommt ja hier nicht rein. Und was wäre, wenn wir ihm... Ach, das können wir sogar machen. Wenn wir ihm den Weg leiten, gehen wir weiter rüber Richtung Isolationszellen. Isolationszellen, ja, hier. Und jetzt wieder hoch. Ein bisschen hoch. So, wenn wir deinen Weg da hinten lang leiten und dann von da hier, aus... Hier, am Zaun direkt vorbei. Nein. Nee, nee, das ist ja nicht der Endzaun. Das geht noch in die andere Richtung, geht es ja noch weiter. Ja. So, wenn wir ihn aber da jetzt meinetwegen eine Mauer reinziehen, das ist sozusagen sein Weg ummauern wir. Mhm. Der bekommt sozusagen nur innen drin einen Weg. Ja. Der darf gar nicht erst rausgehen. Sondern darf er durch diesen Weg in der Mauer in den Essensraum rein. Das heißt, er bekommt eine extra Tür in den Essensraum. Da hinten lang geführt. Und darf da auch wieder rausgehen. Dass sozusagen alles in einem einzigen Raum ist. So ein langer Betongang. Hier sind schon wieder. Guck, unser Spezialgefangener hat sich schon wieder mit der Polizei angelegt, also. Toll, dass du mir gerade nicht zugehört hast. Ja, war absolute Absicht. In vielen wird empfohlen halt eben, dass man die wirklich irgendwo in der Mitte, nicht zu nah am Zaun. Ich hätte wirklich gesagt, wenn ihr halt so in so einem festen Betongang eingibst, dann während des Laufens kann er ja keine Gänge buddeln. Ja. Das wird da nichts passieren. Ja doch, buddeln können sie trotzdem. Dass ihr wirklich dahin, wo du gerade wolltest, sein Gefängnis reinziehst, bis zu dem Baum, also bis hin zum Zaun, kommt dann der Knast, seine Zelle kommt ganz hinten in die Ecke. Du würdest direkt an die Wand ranziehen. Okay. Ach, hier ist blockiert, das war der Grund. Irgendwie muss noch irgendwo ein Teil durchsucht werden, aber sie kommen nicht hin. Oder sie haben keine Lust dazu. Siehst du hier noch irgendwo so ein Durchsuchungszeichen? Ja, da unten an der Kiste. Ganz unten am Ausgang bei den Zellen. Ach, die hier? Na. Kann ich die hier mal irgendwie demontieren? So. Deswegen können die ja die ganze Zeit hinten rauslaufen.
Willst du nicht direkt an die Wand ranbauen? Nee, 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 nee. Dann ist es zu gefährlich. Ich möchte hier so einen ganz kleinen Eingang machen. Dann hier wieder einen Zweiergang. Und dann kommen meine Spezialzellen. Was hältst du wirklich davon, wenn wir wirklich bis zu dem Zaun jetzt vorziehen, den ganzen Trakt mal? Also jetzt nicht die einzelnen Zellen, sondern den ganzen Trakt. Und dann den Gang da lang legen, wo jetzt gerade die Bäume sind. Wo welche also Bäume an allem sind? Vorbei. Wenn du den jetzt mal ganz rüberziehst. Aber dann ist der ja direkt am Ausgangszaun, da brechen die mir aus. Nee, nee, seine Zelle kommt da nicht hin. Seine Zelle kommt an die andere Seite. Dann wird er nämlich nicht den normalen Gang verwenden dürfen, sondern er darf nur da lang laufen, wo jetzt gerade die Bäume sind. Na, ja, ist trotzdem gefährlich. Ich meine, du hast ja einen Trakt. Er läuft runter, er läuft hier, er läuft die ganze Zeit so nah am Zaun. Ja, aber den Zaun werden wir durch eine Mauer ersetzen. Das heißt, er läuft zwischen den beiden Mauern runter. Mhm. Hin zum Essen. Er darf gar nirgendwo anders hin bis zum Essen. Zum Arbeiten darf er ja gar nicht. Das heißt, du wirst die Zelle bis dahin, mach mal so weit auf, ganz nach links bis hin zum Zaun. So. Na, das ist so weit runter. Also oben innerhalb dieses Bereiches. So. Und dann können wir da den Gang über den Baum runterlegen, wo jetzt die beiden Bäume stehen. Und dann läuft er wirklich nie an den anderen Arbeitsstellen vorbei. Mhm. Das ist wirklich eine schwierige. Zur Not kann ich ja den Bereich auch für ihn dann sperren, dass er gar nicht hier hinlaufen darf. Mein in der Wäscherei kann nichts passieren. Eben, dann lässt ihn nämlich direkt an der Putzkammer noch vorbeilaufen und dann kriegt er hinten einen extra Eingang hin zum Essen. Ja, oder wir bauen es direkt hier übers Krankenhaus drüber, oder? Was wolltest du eigentlich überhaupt da oben reinmachen? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Hier? Ja. Also, keine Ahnung. Was hältst du, wenn wir davon das Ding machen? Wow. So. Ah, wir haben die 16.000 bekommen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. Gibt es hier auch noch mal diese kurzfristigen Investitionen? Das ist, dass ich meine Kapazität auf 50 erhöhe. Richtig, das schaffen wir da. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal diese Razzia nach Drogen. Weil die schaffen ja eigentlich leicht hier 15 Drogen oder 10 gestohlene Drogen finden. Ja, okay, mach die. Ja, dass wir die mit reinnehmen. Ah, haben wir schon geschafft. Kohle. Den schaffen wir auch. Ja, aber da warte ich, bis ich die 50 habe. Okay. Aber wenn wir jetzt gerade ein bisschen Kohle haben, dann machen wir jetzt das, was uns noch so ein bisschen fehlt. Zum einen die Wachhunde. Dann müssen wir nicht ganz so viel Razzia machen, weil wir können... da unten mehr normale Zellen, damit wir endlich die Leute alle unterbringen können und wieder neue reinkriegen können. Ja. Wir haben jetzt gerade 27.000. Aber ich will den einen jetzt wirklich auch... Ich baue es jetzt mal hier hin. Und wir sehen ja, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Ja. So, also Zweiergang. Dann kommt hier die Grundzelle. Dann baue ich es jetzt einfach mal... in der Größe. So. Der Raum wird besonders abgesichert. Logischerweise durch eine große Gefängnistür. Schwere Gefängnistür, weil es gewesen gebraucht ist. Ja. An der Flucht hindern. Das ist gar nicht die schwere. Die große ist nur für doppelbreit. Du brauchst jetzt die schwere, die sogar die schweren Insassen hindern. Ja, wir haben ja noch nicht die ganz schlimmen Gefangenen, also... Ja. Ich glaube sogar, dass die große teurer ist, als die schwere. Ja. So, weil jetzt machen wir nämlich das exklusiv Apartment für unseren Gefangenen. Also bauen wir jetzt einfach nur eine ganz normale Gefängniszelle. Ja, es wird keine normale Zelle, es wird eine auch gleich mit kompletten Luxus. Also, das wird ja schon ein ganzer Zellenblock, ja. Ja, das wird ein Zellenblock, okay. Aber ich mache jetzt erstmal eine Zelle, weil wir haben ja bisher einen roten. Und, Ich hab mir mal gesagt, glaube ich, doch sogar bei einer Vorbereitung gewesen, wo du gesagt hast, hier mit eigener Dusche und. Ja, genau, das war meine Idee. Dass wir dem, da habe ich beim guten Trump nämlich einen schönen Entwurf gesehen. Und den würde ich einfach hier ein bisschen nachbauen. Dass ich sag, okay, hier haben wir das Layout, dass ich sag,
Ach so, Material, Betonmauer. Okay, wir brauchen hier jeweils ein Mauerstück. Dann kommt hier zwei. Ich hoffe, dass ich kriege das noch hin, so wie er es gebastelt hat. So, und hier kommt das hin. Und dann kann man nämlich diesen Teil hier immer auch nach oben kopieren. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wir machen ja gleich auf. So, offen. So, Einrichtung. Dann kommt hier eine Gefängnistüre hin. Keine schwere. Nee. Ich dachte, wir packen jetzt eine schwere. Die rein. Können wir nach außen. Die sollten wir vielleicht lieber nach außen basteln. Ja, da hast du jetzt gerade eine große hingebaut. Nein, ich meine komplett nach außen. So, dann kommt hier der Teil rein. Hier kommt ein Duschkopf rein. Hier kommt ein Abfluss rein. So, und als ganz besonderen Service hier für unsere Spezialgefangenen gibt's Toilette mit Fernseher. Auch die Toilette mit Fernseher. Ja. Ist doch perfekt. So, das ist unsere erste Zelle hier nach diesem Muster. Warum hat er jetzt eigentlich da oben ein kleines Viereckchen oben reingekommen? Was? Ist das da oben im Bauch hier oder hast du da absichtlich da oben dran? Das da oben. Ja, das liegt dran, weil hier so eine Doppelmauer jetzt dran ist. Ich hätte natürlich seine Zelle hier jetzt auch ein bisschen größer machen können. Aber ich möchte ja alle so nach einem gewissen Muster jetzt aufbauen. So, damit die sozusagen eigentlich alle gleisten. Ja, genau. Also die Doppelmauer, damit er da schwieriger rauskommt. Nein, das ist einfach nur, weil das der Style ist von dem hier. So, Versorgung. Was fliegt denn bei dir hier schon wieder rum? So, hier machen wir noch die Wasserversorgung, brauchen wir. Und dann einmal zur Toilette und einmal zur Dusche. Strom brauchst du auch noch. Ja, Strom brauchen wir auch noch. Der Strom läuft wieder auf. Geht den doch von da drüben. Auf dem Gang. So, jetzt repariere ich auch gleich noch. Ah! Wurde schon repariert. Sehr schön. Und die Razzia brechen wir jetzt mal ab. Gleichzeitig sage ich jetzt noch, wenn wir jetzt wenigstens ein bisschen Kohle haben. Wir brauchen unbedingt noch zwei Wachen. So. Und ich brauche, wie sieht es mit der Forschung aus? Jawohl, die Hunde gibt's. Dann bauen wir hier oben unseren Zwinger. So, Einrichtung. Wo habe ich den? Die Hundebox. So. 2, 3. 3 mal Hundebox. Dann brauche ich einen Hundeführer jeweils. Ah, und die bekommen auch gleich die passenden Hunde dazu. So. Warum haben wir jetzt nur 200 oder nicht, ne? Doch, die möchten ja auch zwischendurch mal schlafen. So, und jetzt bauen wir eine Hundepatrouille. Und zwar genau zwischen den beiden hier. Und du siehst jetzt schon, Hundi ist jetzt schon unterwegs. Und schnüffelt jetzt an jedem Gefangenen, den er unterwegs sieht. Da läuft durch. Und es kommt sofort gleich Wuffy. Der wird durchsucht. Und man findet gleich hier Drogen und Gift und alles. Ist doch schon gut. Ja. So, wenn wir jetzt gerade 21 haben, dann gehen wir nochmal eben zurück auf die Forschung. Ja. Ach, soll ich gleich die Steuererleichterung mit reinnehmen, oder? Ja, und Überwachung hätte ich sonst eigentlich eher gesagt. Das hier? Schalte die Möglichkeiten mit Kameras in den entsprechenden Teile deines falls Wachen Mangelware sind, zudem schaltet es das Sicherheitsbüro frei. Welches absolut keine ist mir noch ein bisschen zu. Ich würde lieber auf die Rüstkammer gehen, damit wir hier Wachen mit Waffen aufbauen können, oder? Waffen.
Ja, aber zumindest mal die Steuererleichterung nehme ich rein. Ja, dann nimm doch die Rüstkammer gleich mit rein. Das sieht echt schon ganz gut aus. Aber warte, was kann denn eigentlich die Fernsteuerung? Damit kann ich Türen von Raider und so machen. Ist doch auch schon. Ja, hier Tür mit Zeitschaltuhr. Dann kann man immer zu Arbeitszeiten nämlich diese Türen offen lassen. Dann warten die nicht mehr alle. Gerade so bei Punkten wie der Werkstatt. Ja, Werkstatt, die sollte eigentlich immer auf und zu gemacht werden. Was machen die hier denn für Romantik hier? Guck mal. Er putzt hier gerade jeden Ja, nochmal. das ist. Oh mein Gott, hier. Ja, und mit diesem wunderschönen romantischen Bild Fesselspiele im Gefängnis. Ah, eklig. Was hat denn der gerade für Gedanken gehabt? Ich möchte es gar nicht wissen. Das Oh, wissen wir, ich ich dachte will gerade, dir das wissen vernaschen. Oh. Mit diesen Worten wir. verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns Ciao. dann morgen zu einer neuen Folge hier bei Romantik hinter Gittern. Schon wieder, die hatten wir doch schon nicht. Ja, die Folge hatten wir schon, aber es wird immer ekelhafter. Ah. Fesselspiele im Gefängnis. Ja, wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.